Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video. Im heutigen Video soll es darum gehen, vor allem für Sony Kamera User, wenn man sein Videoclip nicht in DaVinci Resolve importieren kann, weil das in einem Format aufgenommen ist, das DaVinci Resolve nicht unterstützt. Was es dafür für eine Lösung gibt, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja Leute, ich habe hier meine Kamera und das habe ich hier mit dieser Version hier in diesem XAVAU CS4K aufgenommen. Und wenn ich das hier dann in DaVinci Resolve importiere, dann seht ihr, dann habe ich hier Media Offline, nämlich gar kein Video drin. Also das Video ist schon drin, aber wenn ich das hier in die Timeline ziehe, dann habe ich hier kein Bild hier drin. Nun, was kann ich tun? Ich habe dann ein wenig rumgegoogelt und habe dann herausgefunden, dass ich hier bei Sony dieses Catalyst Browse hier runterladen kann. Wo finde ich das? Hier auf Sony Software, sonykreativsoftware.com/de/Catalyst. Hier oben seht ihr den Link. Dann lade ich das runter und dann habe ich das installiert. Und wenn ich dann das Ganze hier öffne, sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier diesen Videoclip bereits exportiert. Ich mache für euch als Demo noch die restlichen Videos. Die kann ich nämlich hier alle miteinander markieren. Ich mache jetzt mal das eine hier, damit wir hier nicht zu viel Ressourcen von meinem Computer verbrauchen. Ihr seht dann hier drüben die Quelldatei, wie die aufgenommen ist. Die ist hier von der FX30 mit einem S-Log 3 Cinemut S-Log aufgenommen in XAVC CS in 3000x62. Ich exportiere es dann in AVC AA mit wie die Quelle, also auch 4K mit 25 Bildern, genau gleich wie hier oben die Framerate. Und hier die Rendervoreinstellung dann auf Internet 380x260. Auch 4K und dann klicke ich hier auf Exportieren. Dann wird das Ganze hier exportiert. Das dauert jetzt eine kleine Weile. Ich habe das erste Video schon mal exportiert und wir gehen hier mal runter und schauen uns hier in DaVinci Resolve um. Und ich kann jetzt hier mit Import Media hier draufklicken und dann habe ich hier dieses Video. Hier oben seht ihr die temporäre Datei vom Export, die dann gleich hier auch das Video erscheinen wird. Ich kann jetzt dieses Video hier anklicken und wir sehen bereits hier schon, dass wir hier dieses kleine Icon, dass das Bild angezeigt wird. Ich mache Open und schon haben wir hier das Video mit Bild und Audio drin, wie wir es haben möchten, und auch die Qualität stimmt hier. Also wunderbar, wie ich das hier einfach mit diesen Tools, die mir hier mehr oder weniger gratis zur Verfügung stehen, importieren kann, respektive transkodieren kann und das Ganze dann so hier in DaVinci Resolve importieren. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video-Tutorial zu diesem Problemlösung, wenn man Sony-Kamera mit dem XAVC S4K aufgenommen hat. Da habe ich natürlich wieder mal eine gute Qualität in diesem Format und ich brauche nicht die schnellen Karten wie beim All Intra. Also ist das eigentlich die bessere Lösung als das All Intra. Und das einzige Problem ist dann natürlich eben, dass es nicht in DaVinci Resolve importiert werden kann. Das habe ich aber mit diesem Umwandlung hier mit dem Programm von Sony geschafft, dass ich das auch importieren kann, praktisch ohne Verluste. Wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen, dann vergesst nicht hier oben meinen Kanal zu abonnieren, verpasst sicher kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns auch garantiert wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!